bin Mena, Mena Alfare von Altstetten, Zürich. Und ich wohne mit meinen zwei Kindern, mit dem Melvin und der Timea, in einer Vierzimmerwohnung. Ah ja, und meine zwei Katzen, mit dem Pitsch und Tadeus. In meiner Freizeit bin ich gerne draußen, wenn es schön Wetter ist, grillieren, mit Freunden zusammen sein. Ich lese sehr gerne und mit meinen Kindern Zeit verbringen. Am liebsten halte ich mich in meiner Wohnung, eigentlich in meinem Zimmer auf. Da kann ich mich auch mal zurückziehen von meinen Kindern. Und auch in die Stube habe ich sehr gerne. Vom Wettbewerb habe ich erfahren über Facebook. Ich habe Hero mal geliked, glaube ich schon vorher. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass es dort einen Wettbewerb gibt, wo man kann ein Jahr lang Miete gewinnen kann. Gratis wohnen, also sozusagen. Und dann habe ich gefunden, mach doch mal mit. Und ja, habe Glück gehabt. Wie ich reagiert habe. Ich habe mich mega gefreut natürlich und habe es gerade meinen Kindern erzählt. Und zuerst konnte ich es noch gar nicht wahrhaben. Und dann haben wir darüber geschlafen und zuerst habe ich noch nicht so richtig wahrgenommen. Und jetzt mittlerweile glaube ich, dass ich gewonnen habe. Ich bin ein typisches 70er, 80er Jahr Kind. Und dort ist man als Schlüsselkind so aufgewachsen und hat einfach die Ravioli gehabt, am Mittag das Pfännchen da und gegessen. Das sind so. Das ist geblieben bis jetzt. Meine Ravioli pimpe ich eigentlich weniger. Ich esse es. Ich kann es am liebsten, so wie es sind. Ohne grossen Schnickschnack, einfach mit ein bisschen Parmesan und Butter und that's it. Gabeln. Und ich tue sie halbieren. Das ist so ein bisschen das Mödeli von mir. Auch in meinem Küchenkästchen gibt es eventuell vielleicht noch etwas von Hero Gumpfi. Und vielleicht hätte ich gerade ein Büchse Ravioli drin. Mit meinem Gewinn werde ich, also werde ich machen, ich werde einen grossen Teil auf die Seite tun. Dann vielleicht mal mit meinen Freunden in der Stadt etwas trinken. Und eine kleine Reise machen, aber wirklich noch etwas Kleines. Und uns vielleicht mal sonst etwas Gutes tun. Aber sonst, der grösste Teil kommt eigentlich auf die Seite. Yes! Yeah! Yeah!